herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Projekt Berghof, hier auf der Draht. Ja, in der letzten Folge habe ich auch gesagt, ich will heute schütten, nämlich das Feld hier, das wir haben siliert. Das ist nur das Problem, das habe ich schon beschüttet. Ich habe eine Folge aufgenommen. Nur dort hatte ich relativ viele Probleme mit der Aufnahme und alles. Es hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Und dann ist mir noch die Aufnahme abgestürzt und ja, ein riesen Zeug. Darum habe ich jetzt diese Folge verworfen, weil ja, ich es eh nicht brauchen konnte. Ich hatte zwischendurch schon gespeichert. Und wir sind eigentlich in der letzten Folge bis zu dem Punkt, wo wir hier Mist aufgeladen haben. Darum hätte ich gesagt, also in der Folge, was es nicht geht, so. Darum hätte ich jetzt gesagt, fahren wir eigentlich hier weiter mit dem Mist aufladen. Wir werden ja noch manchmal genug an beschütten. Und ja, du jetzt mal Mist setzen. Und ja, da hätte ich gerade mal gesagt, steige ich hier ein. Hier, so, dann starten. So. Genau, das Spiel ist mir auch noch manchmal abgestürzt. Habe ich auch bei der letzten Folge meiner Lords auch gehabt, weil diese Folge nicht hat geklappt mit aufnehmen. Oh, das war nicht die letzte, die ich gesehen habe, aber die letzte, die ich vor der letzten vor LS aufnehmen wollte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jetzt wollte es mir noch wieder löpfen. Da komm. Und ja, genau darum habe ich näher. Wo wir dann die Männerlords-Folge missglückt ist, noch eine LS-Folge aufnehmen, also irgendwie irgendetwas arbeiten. Dort hat es dann auch nicht geklappt. Darum, ja, dann musste ich OBS ein bisschen anders einstellen und seitdem geht es jetzt auch wieder. Auch in Männerlords. Ich hoffe, hier werden wir keine Probleme haben. So. Oder wenn ich irgendetwas von Männerlords erzähle, ich probiere es zwar nicht zu viel zu machen. Könnte es zwar auch sein, dass das nicht ganz mit dem übereinstimmt. Was, wenn ich sage, ich habe jetzt das gemacht und ihr jetzt die Folge LS schaut, dann kann es sein, dass das schon in meiner Lord vor 20 Folgen ist passiert. Ja, zwar nicht gerade, aber. Weil ja, meiner Lord steht nicht mehr auf und weil es noch nicht so lange draußen ist, bringe ich gerade die Folge gerade raus. Und hier ja, bin ich schon relativ viel im Voraus zum Aufnehmen. Schon gut, so jetzt die letzten paar Wochen eigentlich nur Männerlords gespielt und gar nicht so wirklich LS. Dann habe ich auch mehr Lust auf Männerlords aufzunehmen. Und ja, dann habe ich mir jetzt eigentlich am LS nicht mehr viel widmen, aber bei euch sind gleich weiter im Folge gekommen. Und ja, genau. So, jetzt haben wir hier schon das Futter. Glauben. Wir sind jetzt hurtig geschaut. Aber ich habe gemeint, das sei so. Dann haben wir hurtig hier stehen. So. Jetzt, bevor wir hier gehen streuen, wollte ich noch etwas schauen. Nämlich hier unsere ja, Gusti produzieren ja auch. Mist, ja. Aber ja, das ist nicht so viel. Da gehe ich nachher heute mit dem Hoflader rauchen, den holen. Dann tun wir jetzt noch das Futter aus. So, noch heute etwas im Mikro verstellen. Ich hoffe, das ist gar nicht zu laut gewesen. So, hier einsteigen, anlassen, losfahren. So. Dann gehen wir hier mal hoch auf den Bett hier oben. Und erst verteilen. Ja, ich gehe gerade ganz hoch anfangen. So. So, und dann gehen wir den Mist mal raus. Wir müssen hier relativ eng fahren, der streut nicht so breit. Und ja, der. Wir haben ja genug Mist, können wir hier schon ordentlich drauf tun. Ein bisschen Gang abschalten, sonst sind wir viel zu schnell fertig.
Also mit 8 ist glaube ich etwa gut. Und ja, dann werden wir dann hier dann auch noch Zeit noch einmal pflügen. Wo vielleicht pflügen hat es wirklich nicht interessante Bütze. Ich glaube, wir werden noch in dieser Folge fertig Mist streuen. Und dann können wir dann in der nächsten Folge oder in dieser Folge noch gerade anfangen mit pflügen. Dann mache ich das noch bis zur nächsten Folge fertig. Und dann in der nächsten anfangen Gras säen. Gras säen. Sonnenblumen wollte ich hier. Mal Sonnenblumen. Ja. Genau. Hier unsere Rüben sind ja, glaube ich. Da haben wir auch einigermaßen gut. So. Noch ein bisschen Gas. Ja, vorhin haben wir lösen so. Das Geld für einen 2-8-Meier haben wir noch nicht gerade zusammen. Das geht eben noch ein bisschen. Ich bin mir überlegt, ob ich jetzt wieder soll den Kredit abzahlen, dass wir den nicht noch unnötig müssen Zinsen zahlen. Dafür warten wir auch noch etwa 2-3 Jahre auf einen 2-8-Meier. Oder ob er jetzt eigentlich soll auf Kredit kaufen. Und dafür halt dann viel länger einen Kredit abzahlen. Oder ob ich jetzt eigentlich soll Zinsen für den zahlen und warten, bis man diesen leisten kann. Ich bin noch gerade ein bisschen uneinig. Aber auch das sieht gerade gut aus so mit dem Mistzetten. Der Traktor, den wir jetzt haben, ist auch er ist auf jeden Fall wendiger als dieser. Hat ja auch ein bisschen mehr Leistung, ist auch ein bisschen aufgedreht. So. Gut. Ich bin zwar noch am überlegen, ob man vielleicht noch einen Futtermischwagen kaufen möchte. Weil mit dem könnten wir schauen, dass wir ein bisschen weniger Silo-Wörter brauchen. Weil jetzt brauchen wir ja als Grundfutter Silo und als Rollfutter Heu. Und mit einem Futtermischwagen könnten wir als Rollfutter gleich noch Heu brauchen. Und als Grundfutter dann eben eine Mischung machen, wo Heu und Silo drin ist. Darum, ja, vielleicht kaufe ich mal einen. Aber wenn der einen kleinen, billigen. Gut, das könnte man eigentlich dann schon bis zur nächsten Folge machen. Ja. Das war gerade echt so eine spontane Idee gewesen. Aber ich weiß selber noch nicht so recht, was ich von der soll halten. Ja, einerseits wäre es natürlich schon gäbig. Aber ob wir es dann wirklich brauchen. Und jetzt können wir natürlich auch kurz ein bisschen Ballen herfallen, ein bisschen Heu, ein bisschen Silo. Wenn wir einen Futtermischwagen haben, dann muss man einfach wirklich noch Futter machen. Und ich weiss nicht, ob es das wirklich der Wert ist. Ich weiss es sagen. Ob das zeitlich rendiert oder ja, ob es ich wirklich nichts bringt. Und dann macht man halt einfach ein mehr Silo sonst. Oh, Silo ist natürlich wieder relativ teurer im Vergleich. So, abstellen. Weil die Heu bauen können wir das selber pressen. Und Silo müssen wir lopressen. Darum, ja. So, wieder anlassen. Da fahre ich jetzt eigentlich mit durch. Da ist mir jetzt gleich, ob das hier auf beiden Seiten schön ist. Und den können wir hier gerade verräumen. Ich hatte jetzt zwar gehofft, dass ich ein bisschen mehr Mist brauche. Aber ob das ist das jetzt halt so. Das geht relativ gut auf, glaube ich. Den haben wir nämlich dann auch etwas leer, bis wir hier am Ende sind.
dann verraume ich den gerade und gehe einfach den Mist, der hier bei der Gosti oben ist, dort mit dem Hoflader runter. Das Beschöpfass könnte ich auch noch abhängen. So. Gut. So, ist mal fertig. Und hier den Mistzetter stelle ich hier irgendwo oben unten dran. So. Hier hoch. Glaube. Oh nein, das ist auch nicht gut. Oder gebe ich hier. Hier unten steht auch noch so eine. Soll ich den gleich auf drei Tücher stellen? Ich habe die Geschöpfässer. Nein, nehmen wir hier den Gruppe raus. Jetzt machen wir aber einfach nur das hier. Dann nehme ich den Gruppe raus und stelle den Gruppe an einem anderen Ort her. So. Hier jetzt der. Noch nicht, gut. Hier in einer von der nächsten Folge werden wir auch schon kurz um den Roggen, die Gerste hier oben nehmen. Das ist ja auch die Gerste zum grünen Mähen und dann ausilieren. Als Silo für unsere Schafe. Mann, recht hoch. Als Silo für unsere Schafe, weil die Schafe wollen aus irgendeinem Grund nicht Gras-Silo nehmen. So, jetzt hier schauen wir. Irgendwie kann ich herfahren. Die Schafe haben auch schon wieder ein bisschen Wolle produziert, das ist gut. Es ist gut, dass sie schon Wolle produzieren. Dann rentieren sie auch ein bisschen. Hier unsere Kühe kann man glaube ich noch nicht gerade. So. Oder ja, die Gosti sind ja das. So, ja, ich muss heute schauen. Topfeicher haben wir. Ja, die hier oben sind noch nicht gerade noch. Ja, nein, hier haben wir. Ja, die sind auch noch nicht gerade noch. Die hier haben auch noch eine Weile, gut. Jetzt haben wir momentan noch keine Jungen. Aber ich habe auch keine Zeit unbedingt. So. Und dann mal hier runter. Das hier oben auf den Haufen. So. Gut, dann stelle ich den mal wieder hier ins Den rein. Hier Silo bauen hat es etwas gegeben, wie man sieht. So. Kann ich glaube den hier so lassen. Gut. Dann verräume ich jetzt eben heute ein Beschöpfass. Und dann nehme ich dem Horti den Gruppe raus. Oder ich mache jetzt das jetzt so. Ich tue jetzt das Gras gar nicht unter den Pflügen, sondern auch unter den Gruppen. Macht man zwar eigentlich nicht so, aber wir müssen nach der Sonnenblume dann sowieso wieder pflügen. Dann können wir vielleicht auch mal unseren Striegel brauchen. Ich glaube, bis jetzt noch nie den Striegel gebraucht. Wenn man pflügt, kommt ja fast kein Gerät. So. Und ja, dann gehen wir nämlich der jetzt auch heute um Gruppe drüber. Geht auch ein bisschen schneller. So. Ui. Da. Ne, muss da noch heute ein bisschen rausfahren. Da, was ich jetzt gerade mache, ist zwar nicht die schöne englische Art, aber ich mache es jetzt mal so.
So, dann probieren wir noch einmal. Jetzt geht's gut. So, jetzt muss ich dort in diesen Traktor. Ja, mal rumführen. Gut, und dann klopfen wir den und fahren raus. Dann stellen wir jetzt hier den rein. Den hier rein. Und dann haben wir die Maschine wieder einigermaßen verräumt. Hier der Grupper steht, glaube ich, dort her, wo jetzt die Maschine steht. Das ist ja sowieso nicht unsere. Den Flug kann ich, glaube ich, dort stehen, wo er steht. So. Dann hängen wir die mal ab. Dann stellen wir den. Stellen ich. Mal, woher stellen wir den? Ich glaube, ich stelle jetzt eigentlich den gerade mal hier her. So. Gut. Und dann steigen wir hier in diesen ein. Nicht abstellen. Dann fahren wir hier gerade mal oben drüber. Jetzt sollte ich auch noch die Gerste anschauen. So. Gut. So. Ja, da kann man auch schon kurz ummähen. Aber hier die Gerste. Ich glaube, das ist das erste, was wir im Mai machen. Gerste mähen und hier Mais säen. Für das brauche ich zwei Maschinen die auch noch gerade. Und dann hier das Gras. Ich glaube, hier mähe ich einfach relativ spät und dann auf einen Schlag aus. So. Da kommt gerade nichts. Dann fahre ich hier mal oben an. Nein. Nein, schlüpfen. So, hier ein bisschen abschalten. Dann den reinlassen in den Boden. Muss ich aber auch schauen, dass ich gerade fahre. So. Die Maschine ist aber auch nicht gerade die breiteste. Ich glaube, der Ton, den ich getreten hatte, wird ihn gar nicht pflügen, sondern einfach nur gruppieren. Dann machen wir dann, glaube ich, nächstes Jahr dort unten, wo wir jetzt Weizen haben, auch eine Gerste und dann auch Mais. Ja, vielleicht nach dem Mais dann noch ein Schaber oder so etwas. Ich will mal schauen. Hier bin ich jetzt wieder nicht schön. Muss ich noch ein bisschen. So. Dann können wir hier wieder lüpfen. Jetzt schaue ich ab, dass ich hier über das Schloss in die Mitte runtergehe. Und dann mache ich jetzt das, also dann fahre ich mich, weil ich also schlecht zeigen kann. Wir machen nur ein paar Runden und dann seht ihr sie, wie ich meine. So, aber ein bisschen schneller. Ein bisschen geht es schon noch gut. Und hier nicht gerade so langsam unterwegs. So, und dann hier wieder lüpfen. Dann um und oben wieder einsetzen. So. Ja, das kommt nicht gut. Jetzt sollte vielleicht ein bisschen gescheiter schauen, wo ich fahre. Nicht drauf, dass es schön fand. Obwohl man auch schön fand, man braucht es auch. Hätte echt unser Nachbar das Herdöpfel oder etwas anderes. Gott, vertell jetzt regne ich die Augen auf. Jetzt muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren hier.
So, löpfen. Und jetzt fahre ich so rund rein. Dann hoffe ich, kommt das dann gut. Die Gruppe arbeitet dann auch schön. Ist auch gerade ein bisschen schmal genug Gruppe. Die Zeitmaschine passt ein bisschen besser mit dem Doppelrad. So, und jetzt hier wieder löpfen. Dann können wir gut rum. Und das auch wieder hier zum Einsetzen. So, dann stellen wir den Gramotto her. Jetzt sollte ich hier mal schauen, dass hier Herdöpfel sind. Nein, es sind keine Herdöpfel, es sind Pastinaken. Wäre auch interessant, dass der das hier oben macht. Aber ich habe mir schon überlegt, ob wir das vielleicht machen könnten. Aber ja, ich glaube, wir lassen das. Ja, dann mache ich noch einen schönen Screenshot. Ja, dann hätte ich gesagt, wär's das gesehen von dieser Folge. Lasst ein Like und ein Abo da und bis zur nächsten Folge.